ja, perfekte Flanke. Also entweder ich köpfe ihn selber ins Tor oder er köpft ihn vielleicht daneben. Darauf habe ich gehofft, aber viel mehr kann ich in dem Moment nicht machen. Haben wir dann gesehen, wie schnell das bestraft wird. Durch eine Nachlässigkeit von uns kassieren wir den Anschlusstreffer. Und dann hätte es nochmal, ja, es hat nochmal zwei, dreimal richtig gebrannt im Strafraum, ohne dass jetzt die Bälle groß aufs Tor kamen. Aber zumindest gefährliche Situationen gab es immer ein paar. Und deswegen müssen wir da einfach das Tempo hochhalten. Es ist eigentlich nicht so schwierig. Man muss einfach mit dem Kopf nicht abschalten, weil für die Beine ist es kein Problem.